Ich bin Dufti, das duftende Pokémon-Tier. So, weiter geht's. Wir haben noch zwei Kämpfe vor uns, würde ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall noch die Chefin der Pokémon-Liga verprügeln und dann kommt noch eine Mila an die Ecke, an die Reihe, würde ich sagen. Machen wir direkt weiter. Wir haben ja keine Zeit, habe ich gehört. Möchtest du die letzte Prüfung dieser Champ-Prüfung annehmen? Ja, komm. Gogo, deswegen bin ich hier. Oh, hi, Luna. Ja, natürlich auf dem Dach. Da, wo die geringsten FPS sind, da wird dieser Kampf stattfinden. Warum nicht vorher auch schon? Das hätte doch eigentlich so, das hat eigentlich einen mega Flair, finde ich. Willkommen, Dufti. Nebenbei, ich muss wirklich zugeben, das fand ich bei Schwert und Schild ein bisschen geiler aufgezogen, ne? Wie riesengroß diese Arena-Kämpfe dargestellt wurden, mit Zuschauern und hast nicht gesehen. Das hat schon ein bisschen geiles Feeling gemacht. Hier wirkt das halt eben so, da ist eine Arena. Da kämpfen wir jetzt. Glückwunsch, du bist jetzt Champ. Tschüss. Das kommt irgendwie. Irgendwie kommt das nicht so ganz rüber, finde ich. Willkommen, Dufti. Es ist mir eine Freude, dich hier an der Spitze der Pokémon-Liga zu treffen. Bei der letzten Prüfung handelt es sich um einen Kampf gegen mich, den Top-Champ. Besiegst du mich, hast du bestanden. Natürlich ist sie der Top-Champ, ja, weil sie sich ja auch als Besitzerin der Pokémon-Liga einfach als Champ aufstellen kann. Tja, ja. Doch ehe wir mit dem Kampf beginnen, möchte ich mich bei dir entschuldigen. Als Liga-Präsidentin habe ich nämlich eine sehr unangemessene Eigenart. Wenn es um Pokémon-Kämpfe geht, bin ich nicht einmal zu den kleinsten Zugeständnissen bereit. Das könnte auch der Grund dafür sein, weshalb in letzter Zeit niemand die Prüfung bestanden hat. Aber wer weiß, vielleicht bist du ja imstande, eine ähnlich grandiose Leistung hinzulegen wie Champ Nemilia damals. Doch nun genug der Worte, bist du bereit? Dann bin ich einmal so frei und prüfe dein Talent auf Herz und Nieren. Na dann. Was ist das denn? Was will das denn sein? Es wäre mir eine Freude, wenn du mich besiegen und Champ werden würdest. Ach, super. Ist ein Feen-Pokémon scheinbar oder irgendwie sowas? Ach, keine Ahnung. Wir knabbern da mal ein bisschen dran rum. Ja, seht ihr mal. Fängt ja schon mal gut an. Ein Vogelstrauß. Diese Attacke war eine ausgezeichnete Wahl. Gut, mach weiter so. Keine Zugeständnisse. Mhm. Ich sehe es. Chevrum? Was war denn Chevrum? Ach, egal. Wir kämpfen einfach weiter. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Oh. Dann würde ich mal sagen, Kehrtwende. Und Feuer. Protzer, ein bisschen Angriff erhöhen oder was? Ist ja süß. Das bringt dir jetzt aber auch nicht viel. Das bringt dem Pokémon jetzt auch nicht mehr viel. Einfach mal drauf gefeuert und gut ist. So, als nächstes kommt Arctilas. Das klingt doch auch nach einem Eis-Pokémon. Dann bleiben wir doch einfach mal bei dem hier. Hallo, kennst du eigentlich schon Flammenwurf? Schmilz! Du Eisberg. Als nächstes kommt Gladimperio. Ich glaube, da werden wir mit dran gehen oder so. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Ach shit, das war doch Stahl.
Ja, dann Kehrtwende. Kehrtwende geht immer. Smirk. Und tschüss. Steht dann einfach nur rum, guckt sich das dann an. Geht er mal hier, sehr effektiv. Gelokrok, du darfst nochmal. Oh nein, das hat irgendwie richtig dolle weh getan. Ein Königreich für Flammenwürfe. Burn, Baby, burn. So, wie viele hat sie denn noch? Zwei oder drei? Zwei müsste sie noch haben, ne? Als nächstes kommt Agiluza. Agiluza. Ach, wir bleiben jetzt einfach bei dem hier. Nein! Keine gute Idee. Ah, nee, doch, ist ein Stahlfisch. Dann geht das ja. Nicht sehr effektiv. Aber Unlicht ist dagegen sehr effektiv. Ja gut, dann beißen wir. Dann knabbern wir an dem Fisch rum. Njang. Zurückgeschreckt, kann nichts machen. Perfekt. So habe ich es gern. Und nochmal. Njang. Supi. Damit haben wir das hier auch. Als nächstes kommt Lumiflora. Ja, da sagt ja schon der Name, was Phase ist. Hahaha, freu dich nicht zu früh. Please tell me more. Das ist aber ein schönes Pokémon. So einfach es gestaltet ist, genauso schön sieht es aber auch aus, ne? Und ja, yeah, sei das Licht, das unser Trainer leitet. Unsere Trainer leitet, Lumiflora. Das sollte Gestein sein, kein Pflanze. Wie? Kein Pflanze. Das bekommt Gestein tatsächlich. Ja, passt schon. Und was ist los? Es sieht dir nicht ähnlich, dich von so etwas aus dem Konzept bringen zu lassen. Muss ja auch nicht. Okay, I see. Aber jetzt mache ich hier einfach weiter. Dann will ich dir zeigen, wie man eine Attacke einsetzt, wenn man an der Spitze steht. Ehrerausbruch. Was kommt denn jetzt für eine Attacke? Mieses Ding. Also muss ich schon sagen, das ist schon, das war schon ein harter Angriff. Absolut. So, dann lasse ich auch mal das Gelokrok einfach mal drauf gehen. Macht ja nichts. Aber dieser Terra-Ausbruch war schon krass. Das war schon ein ordentliches Ding, ne? Das war schon ein richtiges Brett. So, dann würde ich mal sagen, Blumentrick und Schluss. Ganz einfache Geschichte. Und Feierabend. Ein Volltreffer. Das war ein vernichtender Treffer. Dafür hast du tosenden Applaus verdient. Ja, hier ist aber niemand. Aber Hauptsache nochmal die ganzen Buffs hier verteilen. Irgendwelche Sachen auf den Boden werfen und sowas. Du übertriffst selbst meine Idealvorstellung bei weitem. Welche Idealvorstellung. Die hat so dermaßen null Charakter gehabt bisher. So, und jetzt kommt sie mit... Du übertriffst meine Idealvorstellung bei weitem. Wir wissen ja nicht mal, was ihre Vorstellungen sind. Weil dafür wurde hier irgendwie vergessen, Story einzufügen. Welch beeindruckende Abfolge von Attacken. Welch atemberaubende Kraft. Wer hätte gedacht, dass Paldea abermals einen solch großartigen Trainer hervorbringen würde? Herzlichen Glückwunsch, Dufti. Oder besser gesagt, Champ, Dufti. Jetzt gibt's wirklich einen Grund zum Feiern. Meinen herzlichsten Glückwunsch, Glühstrumpf. Wow, wie toll, du hast es echt geschafft. Meine Meinung zum Top-Champ, selbst Delion war eine größere Herausforderung als die. Sind ja mal außen vor. Gehe ich voll mit. Glückwunsch.
Das ist wirklich ausgezeichnet. Ich habe bloß ein Kloß im Hals vor Rührung. Ah. Ja, jetzt fängt das schon wieder an. Ihr Pokémon-Trainer seid der Schatz der Paldea-Region. Und Champs sind die Juwelen in diesem Schatz, die heller strahlen als alles andere. Champ Dufti, fortan werden viele Trainer zu dir aufblicken und dich zu ihrem Vorbild erküren. Werde diese Ehre gerecht und gehe stets mit gutem Beispiel voran. Sicher, jeder, der mich herausfordert, wird gleich umgeslappt. Komm, ich begleite dich noch zum Ausgang. Deine Mitschüler warten sicher schon ungeduldig auf dich. Ich hatte Mitschüler? Achso, diese Pappaufsteller, die in 3 FPS die ganze Zeit versucht haben, sich zu bewegen. Dufti! Sag nichts, ich seh's dir doch an der Nasenspitze an. Du bist jetzt auch Champ, stimmt's? Ja. Das wusste ich schon. Direkt im Anschluss an deine praktische Prüfung hat mir nämlich der Top-Champ Bescheid gesagt. Ich bin Champ und du bist jetzt auch Champ. Du weißt, was das bedeutet, oder? Wir beide werden den Champ-Rang und sind somit gleich auf. Deshalb will ich dich jetzt ganz offiziell fragen. Willst du mich heiraten? Würd's verneinen, aber bei Cynthia war man in der Regel auch schwächer. Bitte werde mein Rivale, ja? Nein. Was war das? Ich habe dich nicht gehört, also nochmal bitte. Werde mein Rivale, ja? Nein. Wenn du glaubst, dass ich so leicht aufgebe, hast du dich aber geschnitten. Ich frag dich weiter, bis ich ein klareres Ja von dir höre. Ich will, dass du mein Rivale wirst, na? Nein. Okay, also, nur dass ich richtig verstehe, du willst mein Rivale sein, stimmt's? Nein. Vielleicht hörst du ja mich ja nicht richtig. Willst du mein Rivale werden? Nein. 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 Das ist echt blöd. Ja. Juhu, jawohl. Jetzt, wo wir Rivalen sind, können wir nach Herzenslust kämpfen. Konnten wir vorher auch schon. Lass uns gleich damit anfangen. Ich werde dir zeigen, wozu ich fähig bin, wenn ich erst ernst mache. Ich bitte noch etwas um Geduld, Champ Nemilia. Nemila. Huch, Nummer 1, gibt es da ein Problem? Champ Dufti, Maskagato und die anderen Pokémon sind noch erschöpft von der gerade erst beendeten Champ-Prüfung. Wer ein guter Champ sein will, muss sich immer auch in sein Gegenüber versetzen können. Stimmt ja, habe ich ja ganz vergessen. Das habe ich vor Aufregung wieder mal vergessen. Bitte entschuldige Dufti und Maskagato. Und noch etwas. Willst du euren ersten Kampf als gleichwertige Rivalen wirklich hier am Wegesrand austragen? Hältst du das für angemessen? Ja, das hat den allerersten Rivalen auch nie interessiert. Also, jetzt wo sie es sagen? Dann lass uns doch sicher den Kampfplatz der Pokémon-Liga nutzen, ja? Gibt es nicht vielleicht einen passenderen Ort, der mehr Bedeutung für euch beide hat? Mehr Bedeutung? Weißt du, was für einen Ort sie meinen könnte, Dufti? Hinter deinem Haus? Misalona City? In der Schatzstube? Natürlich hinter deinem Haus. Haha, dort, wo wir uns zum ersten Mal gegeneinander gekämpft haben, also. Aber wenn wir bei mir zu Hause kämpfen, wäre das ja für mich überhaupt nichts Besonderes. Hast du sonst irgendwelche Ideen? Misalona City? Misalona City, das ist eine tolle Idee. Dort hat unsere Reise schließlich angefangen. Erinnerst du dich noch, wie Direktor Clayville meinte, dass es bei unserer freien Projektarbeit um unsere ganz eigene Schatzsuche geht? Ich glaube, ich habe meinen Schatz gefunden. Einen gleichwertigen Rivalen, gegen den ich kämpfen kann, ohne mich zurückhalten zu müssen. Damit meine ich dich, Dufti. Dich habe ich gesucht. Wenn es dir also nichts ausmacht, dann erwarte ich dich auf dem Kampfplatz des Hauptplatzes in Misalona City. Eure Beziehung fußt auf gegenseitigen Respekt. Darum kann man euch wirklich nur beneiden. Ich werde zwar Top-Champ genannt, aber Nemilia
hat bei ihrer letzten Prüfung gegen mich nicht von ihrer ganzen Stärke Gebrauch gemacht. Dessen bin ich mir sicher. Doch ich bin zuversichtlich, dass sie dir ohne Zurückhaltung zeigen wird, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Kann die was zu essen haben? Nein! Du nicht! Jeder, aber nicht du. Oh, wie frech ist das denn? So, wo muss ich jetzt hin? Misalona City. Misalona City West. Auf dem Weg nach Misalona City. Der einzigen Stadt, in der man auch was findet. Oder die irgendwie zumindest ein bisschen Charakter hat. Im Vergleich zu all den anderen Städten. Wunderbärchen. So, die Frage ist natürlich jetzt. Wir müssen die auf jeden Fall nochmal bewegen. Ich glaube, ich werde mal einfach Wolke auf Platz 1 packen. Und ich guck mal hier ganz kurz. Kann ich hier die... Ja, ich kann die Leiter hier hoch. Macht zwar nichts Böses, aber es... Wieso hatte ich das jetzt an Xenos erinnert? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum habe ich diese Leiter hier? Das ergibt... Ah. Oh. Achso, verrückte Rivale. Ui. Doc. So verrückt ist sie doch gar nicht. Bald ist es soweit. Ah, da bist du ja, Dufti. Der Kampf, den wir heute austragen, ist ein Kampf unter Shams. Und wie es aussieht, sind nicht nur wir zwei gespannt, wer als Sieger hervorgeht. Aber niemand hier ist so aufgeregt wie ich. Alles ist bereit für das große Spektakel. Meine ganze Kraft gegen deine volle Stärke. In diesem Kampf wird sich zeigen, wer von uns beiden überlegen ist. Okay. Ich finde die schon irgendwie ganz cute. Und wieder, ne? Es ist zwar irgendwie ganz nett gemeint. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Endlich beginnt unser größter Kampf. Was ich hier zum Beispiel echt cool finde, ist halt eben, es gibt Zuschauer. Aber ich fand es irgendwie in Schwertschild deutlich geiler, wie, wie durchgedreht das alles war. So, Wolverock erstmal einschläfern. Wolverock schläft tief und fest. Und Wolverock wird jetzt einfach aufgeweckt. Schläft weiter. Richtig gut. Oh, das hatte ich selten, dass das Pokémon 2 Runden schläft. Ja, dann war ein schöner Kampf. Der Gegner hat noch nicht einmal angefangen anzugreifen. Wolverock ist besiegt. So, was kriegen wir als nächstes? Als nächstes kommt Schlurm. Schlurm, 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 Schlurm. Ach, wir bleiben mal bei Wolke. Ach, Schlurm. Ja gut, Erdbeben sollte doch eigentlich nichts bringen bei der Bubble. Bei Captain Dunst, na wie schmeckt dir so ein richtiger Angriff? Endlich muss ich mich nicht mehr zurückhalten.
Was ist denn jetzt los? Die Pokémon schließen ihre Augen bei Schlaf jetzt. Ach krass, das ist aber auch schon die größte Erneuerung, ne? So, als nächstes kommt Dummimiesel. Dummimiesel? Feuer? Ich glaube Feuer, ne? Ah nee, das ist ein Fisch, ne? Nee, das passt sehr gut. Was ich nicht verstehe, ist, warum ein Insekten-Pokémon nicht anfällig gegen Feuer sind. Das ist eigentlich so ziemlich die größte Unlogik in diesem Spiel. Nee, 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 das ist eindeutig ein Insekt. Viscogon. Oh, da falle ich immer die ganze Zeit drauf rein. War das jetzt ein Wasser-Pokémon oder war es keins? Was? Drache. Dann brauchen wir Feenattacken, ne? Einmal durchknuddeln, bitte. Ich habe dir damals von Typenvorteilen erzählt und jetzt setzt du das gegen mich ein. Ja, muss ja so. Ih, Gift, das war ja ekelhaft. Aber egal, einmal knuddeln, bitte. Knuddeln. Und tschüss. So. Pamomamo. Das sagt mir doch auch irgendwie wieder was. Pamomamo. War das nicht das, was dieser komische Hundi, der aussieht wie ein Donut? Elektro? Heißt das, ich soll Elektro nutzen oder heißt das, es ist ein Elektro-Pokémon? Elektro-Kampf. Also. Ich nehme Erdbeben mit, ja. Ach ja, genau, das war's. Erdbeben und tschüss, würde ich sagen. Nahkampf, oh, das tut weh. Das hat gesessen. Also muss man wirklich mal so sagen, das hat richtig gesessen gerade. Aber das macht nichts, weil jetzt kommt nämlich, genau, Bailonda. Und Bailonda ist Flug Wasser. Und da machen wir einen Blumentrick und dann ist die Sache ist das Ganze hier ein GG? Jetzt ist nur noch, jetzt bist nur noch du übrig. Wir kämpfen bis zum Letzten. So, und ausnahmsweise auch mal eine Terra-Kristallisierung. Hatten wir nebenbei bei den Top 4 nicht einmal genutzt. Was ja schon wieder die Sinnhaftigkeit dieses Knight Rider-Buffs nochmal in ganz neue Regionen hebt. Leuchte hell wie die Sonne, mein größter Schatz. Keine Sorge, Blumentrick regelt. Und GG, meine lieben Freunde.
Der Weg des Champs wurde beendet. Wow, ein Volltreffer im entscheidenden Moment. Das ist kein Glück mehr, sondern Können. Klar. Ja, in Online-Kämpfen ist bestimmt eine Überraschung. Ja, gebe ich dir. Aber warum? Warum so ein Schwachsinn? Also ich finde diese Terra-Kristallisierung genauso wie Mega-Entwicklung, genauso wie Dynamaximierung einfach total überflüssig. Du hast es geschafft! Wahnsinn, du bist echt der Allerstärkste. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ich habe wirklich alles gegeben und hast mich besiegt. Wirklich alles! Pokémon-Kämpfe sind einfach unglaublich. Sie machen noch viel mehr Spaß, als ich mir je hätte vorstellen können. Tausend Dank. Doch eins sage ich dir. Das nächste Mal aim mal nicht so schnell. Jetzt gönn dir erstmal eine Verschnaufspause. Und dann stürzen wir uns nochmal ins Vergnügen. Welche Pokémon setze ich denn am besten im nächsten Kampf ein? Ich würde mit Ash Ketchum aus Alabastia bestimmt ihren Spaß haben. Not sure. Der Weg des Champs ist abgeschlossen. Ring! Yo, ich bin's, Pepper. Mas. Boah, ganz ruhig. Hüpf doch nicht so. Mastifioso hat deine Stimme gehört und ist ganz aus dem Häuschen, Dufti. Ach ja, warum ich eigentlich anrufe. Erinnerst du dich noch daran, dass wir davon geredet haben, zu Null einen Besuch abzustatten? Ja. Natürlich tust du das. Ich wollte nicht an deinem Gedächtnis zweifeln. Die Sache ist, dank all deiner Bemühungen hast du dir echten Namen gemacht. Deshalb haben wir jetzt zwei weitere Leute, die mit uns zur Zone 0 gehen. Mit so einer Truppe kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Zu viert sollte Zone 0 ein Kinderspiel sein. Also dann, wir sollten uns mit den anderen treffen. Treffpunkt ist das sogenannte Tor 0 und ich und die anderen zwei werden dort auf dich warten. Beeil dich, ja? Ich schicke dir die Koordinaten. Das sind keine Koordinaten, das ist ein Bild. Wir warten auf dich, hörst du? Mars. Na, ist das nicht schön? So, wo ist denn das jetzt? Wahrscheinlich hier oben, oder? Nee. Ah, hier ist das. Ja, mega cool. Oh, ich kann hier jetzt kein Flugtaxi rufen. Warum denn nicht? Ach, ist das schön. Wir sind jetzt die, Pokémon-Champion. Ein Pokémon-Champignon. Wir sind ein Tarnpignon. Als Pokémon-Champ. Und meine Pokémon sind auch schon aufgefrischt. Perfekt. Was ich mich jetzt frage ist, kann ich die Top 4 jetzt nochmal besiegen? Der Luna verabschiedet sich. Dann hab eine gute Nacht. Und komm bald wieder. Wir lieben dich. So, ich mache hier jetzt aber auch eine Pause. Und mach mal Winke-Wink. Bis gleich.